Hans Brender, SQTM PSC GmbH. Wir stehen zwischen den Microsoft-Partnern und Microsoft selber. Das heißt, wir unterstützen Microsoft für die Partner in den verschiedensten Bereichen, alles, was die Microsoft-Politik oder die Microsoft-Produkte zur Verfügung stellt. Das scheint dich ja nicht richtig auszulasten. Du hast nämlich Zeit, einen Blog zu schreiben, und dieser Blog betrifft schwerpunktmäßig ein etwas unterschätztes Tool, den SharePoint Workspace. Richtig. Ja. Eigentlich schon sehr lange. Ursprünglich mal entstanden, einfach weil die vielen Consultants einfach immer sagen, hast du mir mal eine Folie? Früher haben wir FTP benutzt und so weiter, um das Zeug irgendwo zur Verfügung zu stellen. Dann haben die Leute die Passwörter vergessen. Consultants, muss ich sagen, du hast an deiner Agentur betreut ja verschiedene Presales-Consultants, die praktisch von euch mit vermittelt werden. Die gerade für diesen Bereich vermittelt werden, genau. Wenn es um irgendetwas geht, Novell etc., das hast du bestimmte Spezialisten. Und natürlich stellt Microsoft uns unheimlich viele Slides zur Verfügung. Mittlerweile haben wir 13 GB als solches zur Verfügung. Mhm. Aber wie kommen die Slides, die aktuellen Slides, immer zu den Consultants? Mhm. Und natürlich, wenn ich heute irgendwo anders da sein kann, muss ich mir ein Werkzeug zur Verfügung stellen, dass das ohne Probleme geht. Ohne Passwort, ohne alles. Und deshalb benutzen wir die klassische Form von SharePoint Workspace, früher bekannt unter Crew. Ja, und genau das ist das richtige Tool. Das heißt, du hast eine Einladung, du verschickst die und die Daten werden höchst sicher von A nach B, also von einer Seite zu den Consultants übertragen. Die können darüber verfügen und geht nicht aus dem Reihe. Es ist also nur eine ganz bestimmte Menge von Usern nachher, die ich auswählen kann, zugänglich, und ich muss nichts tun. Deshalb kann ich auch hier sein, auf einer Konferenz reden oder auch draußen für Microsoft andere Sachen tun. Und aus den praktischen Erfahrungen heraus ist dann sozusagen auch dein Blog entstanden? Ja, weil eigentlich irgendwo habe ich festgestellt, keiner schreibt über dieses Tool. Mhm. Dieses Tool kann man natürlich auch anders da einsetzen. Eine Firma zum Beispiel, die irgendwo PDF-Dokumente im chemischen Bereich hat, mein Schwiegersohn arbeitet in einem ganz anderen Bereich, der hat dann irgendwann gesagt, ja, ich habe immer die falschen Dokumente. Per E-Mail kommen sie zu spät, dann müssen sie, die Zusammensetzungen haben sich geändert. Dann habe ich gesagt, einfach, warum benutzen die Leute nicht sowas? Die sind ab und zu mal online, die Vertreter, die draußen sind, und dann hast du die Dokumente. Aber es gibt andere Spielwiesen. Wie kann ich mit meinem Steuerberater richtige Dokumente übermitteln, die zu einer Bilanz führen, wo es sicher sein müssen zwischen Mandant und dem Steuerberater. Und das sind so Szenarien, du musst nichts dran tun, du stellst das Dokument einfach in diesen Arbeitsbereich rein und der Partner ist letztendlich, kriegt es, und das ist komplett abgesichert. Abgesichert, das heißt, SharePoint Workspace verschlüsselt die Kommunikation? Grundsätzlich ja, alles ist verschlüsselt. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehalten, da wurde ich dann ein bisschen von Microsoft in Anführungszeichen herabgestuft. Mhm. Nein, da ging es darum, da habe ich gesagt, Groove, der Vorgänger von SharePoint Workspace, die sichere Art, Viren von A nach B zu transportieren, geht grundsätzlich gar nicht, weil natürlich da die ganzen lokalen Mechanismen nachher greifen. Aber die Kommunikation zwischen A und B ist grundsätzlich verschlüsselt. Das läuft zwar, weil wir über Firewall-Grenzen ja hinausgehen, über einen Relay-Server, aber da wird nichts abgelegt. Das heißt, erstmal wird das Dokument komplett verschlüsselt auf deiner Festplatte, je nach welchem Arbeitsbereich man nachher wählt. Zum Zweiten wird es dann nachher, wenn beide online sind, über diesen Relay-Server weitervermittelt an den Platz B und auch dort wieder auf der Platte verschlüsselt abgelegt. Das heißt, der gesamte Bereich ist komplett verschlüsselt. Wenn jetzt der Zweite, der Mensch, der an B sitzt nachher, dass dieses Dokument ändert und auch wieder abspeichert, dann wird nicht das ganze Dokument nachher übertragen, sondern nur noch das Delta. Und dann kann es auch passieren, wenn ein Partner in den USA oder sowas sitzt, aufgrund, ich bin nicht online, er ist online, wenn ich offline bin und so weiter, dass dann dieses Delta auf dem Relay-Server von Microsoft zwischengespeichert wird, aber nur das Delta, und das auch wieder verschlüsselt. Okay, und die Kommunikation läuft dann quasi im Hintergrund, aktualisieren sich dann die Workspaces zwischen dem, was du bereitstellst und was die Anwender sich dann runterladen, das läuft im Hintergrund ab. Das läuft alles komplett im Hintergrund. Er nimmt dann ein bisschen letztendlich von der Kommunikation weg. Das heißt aber, wenn deine Zwischenübertragung, du jetzt offline bist und so weiter, zwischendurch einfach dein Notebook zumachst, spielt das keine Rolle. Das heißt, er fängt an der Stelle letztendlich wieder an, wo er aufgehört hat. Und da wird das häppchenweise übertragen, bis das gesamte Dokument, maximal können es nur 2 GB sein. Das ist aber eine ganze Menge, weil du kannst 255 Arbeitsbereiche erstellen. Und das ist auch das gefährlich an der ganzen Geschichte, weil die IT das nicht kontrollieren kann. Dafür gibt es dann andere Server, die man letztendlich machen kann, um das vereinheitlichen in großen Firmen. Aber das ist das gefährlich an diesem Tool, weil ja der Content nach außen gelangen kann. Ich bestimme, wen ich einlade. Es gibt ein ganz einfaches User-Prinzip dazu. Manager, also 3 Rollen als solches. Der Manager darf neue Leute einladen, er bestimmt aber dann einen User. Der User darf keine neuen Leute dazu einladen. Und man kann das natürlich auch für verschiedene Firmen verwenden, wie zum Beispiel kleine Vereine oder Genossenschaften. Ich
bin ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender, so blöd sich das anhört, einer Genossenschaft. Diese Genossenschaft hat überhaupt keine Server, sondern die hat nur über Deutschland verteilt mehrere Vorstände und mehrere Aufsichtsräte, die alle diese Dokumente in einem SharePoint Workspace halten. Mhm. Egal was es ist, ob für ein Finanzamt, wir brauchen keinen physikalischen Rechner mehr. Geht einer kaputt, wird das Ganze letztendlich auf einen neuen Rechner wieder zurücksynchronisiert. Das hört sich ja sehr, sehr einfach an. Lizenziert wird das Ganze, muss ich als eigenes Produkt kaufen, richtig? Du kannst es entweder als einzelnes Produkt kaufen, also SharePoint Workspace, out of the box, FPP-Paket genannt, oder aber es ist Bestandteil von Office Professional Plus. Mhm. Da ist es wie viele andere Sachen wie OneNote, außer den bekannten Produkten wie Word, Excel, Outlook dabei. Viele kennen es aber nicht. Und jetzt neu in SharePoint Workspace 2010, wie es auch jetzt richtig umbenannt wurde, als tatsächlicher Offline-Client. Ja, die ganzen Szenarien, ich bin dauernd unterwegs, ich möchte trotzdem meine Dokumente mitbearbeiten im internetfreien Raum, wo ich vielleicht keinen Zugriff auf meinen SharePoint habe, kann ich natürlich sagen, ich nehme die ganze Bibliothek als solches mit. Mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch von SharePoint her kennen, heißt ein- und auschecken. Mhm. Solche Möglichkeiten sind da alle da, aber ich mache das lokal. Und ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das läuft vollautomatisch. Das heißt, also, ich habe die Möglichkeit, bin ich wieder in der Company, wird das Zeug zurücksynchronisiert und er sagt, überhaupt keine Problematik. Ich muss nicht etwas selber tun. Das ist ja das riesige Vorteil in 2007 oder dieses Produkt ja noch Groove. Da musstest du noch das Ding anstoßen. Mhm. Heute läuft das vollautomatisch. Mhm. Vielleicht zum Schluss noch deine Blogadresse? Hansbrender.wordpress.com. Okay, dann danke ich dir. Danke.